In dem Video erwarten euch alle vier Locations der EPs oder LP-Platten für den Music Player, den neu mit dem Los Santos Tuner Steel Seal dazugekommen ist. Leider gibt es noch ein Spezial bzw. noch ein extra Ding, habe ich leider nicht gefunden. Aber lasst uns erstmal anfangen mit dem Video nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Und der erste LP oder EP findet ihr hier im Los Santos Car Meet beim Los Santos Customs in drin, wo ihr eure Autos tunen könnt. Ich nenne es mal Los Santos Customs, weil, ja, wie gesagt, das gleiche Symbol hat wie Los Santos Customs. Das ist die Black LP. Dann habe ich hier oben links gleich noch ein paar Meldungen bekommen, die was mit dem Media Player zu tun haben, die ausschlaggebend sein könnten, wie der Media Player denn funktioniert. Und ja, das habe ich euch mit eingeblendet gelassen, damit ihr auch seht, was da genau steht. Und dann sehen wir uns gleich beim nächsten, da kommen noch ein, zwei Meldungen. Und wenn diese verschwunden sind, Leute, dann gehen wir zu dem nächsten rüber. Und die nächste Location ist ganz einfach und simpel, ihr werdet haben. Wichtig ist halt, dass der Carmeet ist ja öffentlich. Jetzt kommen wir zum Casino. Dieses hier ist am Casino auf dem Dach, ne? Ganz wichtig. Grüße gehen hier mal raus. Ein Lied, du standst gerade hier irgendwie in meiner Lobby. Ich weiß nicht, ob noch wer in der Lobby war. Dann müsst ihr hier irgendwo hingehen. An einer dieser Tische. Ich musste auch ein bisschen umgucken, wie ihr seht, musste ich jetzt auch ein bisschen gucken, aber ich wusste hundertprozentig, dass es an einer dieser Tische war. Und da ist der Stick auch schon. Dieses könnt ihr einsammeln, da ist der nächste Datenträger, das ist der Blue LP. Könnt ihr ebenfalls einsammeln, ist Nummer 2. Diese Location ist öffentlich zugänglich für jedermann, da müsst ihr nichts kaufen und nichts. Dann kommen wir zur nächsten Location und die ist der Nachtclub. Da sollte mittlerweile eigentlich jeder einen besitzen. Solltet ihr keinen besitzen, dann versucht es mal bei einem Nachtclub eines Freundes. Das könnte gegebenenfalls auch funktionieren, garantieren kann ich das aber nicht. Da ich es nicht ausprobiert habe, da ich es besitze, habe ich meine Violet EP, wie ihr sehen könnt, bei meinem eigenen Nachtclub geholt. Aber keine Sorge, Nachtclubs sind nicht teuer, die könnt ihr kaufen für, ich glaube, 1,5 Millionen, 1,6, sind nicht wirklich teuer. Nächste Location ist die Spielhalle, solltet ihr auch jeder besitzen, da man ja mit Sicherheit jeder schon einmal den Casino heißt gespielt hat. Dann hier eingerichtet sollte sie sein, aber sie muss nicht eingerichtet sein, um Green LP zu finden, EP zu finden. Und zwar ist es dann die vierte von vier. Ja, das wären alle vier gewesen. Da haben wir jetzt noch ein T-Shirt. Jetzt fragen wir uns natürlich, Leute, was ist das für ein T-Shirt? Ja, pass auf, Leute, das werden wir gleich sehen. Aber zuerst holen wir uns mal hier mein Geld ab. Ihr seht das ja, ich hole kurz Geld ab. Und dann, ja, sehen wir uns beim Kleiderladen wieder und dann gehen wir hier hin auf Labels und da ist es schon dieses Scirocco Loco Coco T-Shirt, ich weiß nicht, dieses Scirocco Lolo T-Shirt, keine Ahnung wie man das ausspricht, T-Shirt, es ist schwarz, es hat ein kleines Logo vorne und hinten steht das halt dran. Ja, das war's eigentlich dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Locations etwas helfen und ja, ich sage dann, ich bin raus. Und ich trinke eine Coke. Oh, ups, das ist eine Sprite. Kluck, 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 kluck und ciao.